Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu in meinem Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir also nun auf Route 4. Letzten Part haben wir hier die Höhle abgeschlossen. Sind wir aus der Mine rausgekommen, wo die Mine durchwandert. Dort einige neue Pokémon gesehen. Dort ein paar Trainer besiegt. Zum Schluss haben wir noch den Baitis bekämpft. Das selbstverliebte Arschloch. So sieht's aus. Heute geht's weiter auf Route 4 Richtung nächster Stadt. Ja, ich sehe sie schon dort im Hintergrund. Sehe schon die Arena. Ja, so sieht's aus. Achso, ich dachte, das wäre ein Trainer, der uns herauskommen will. Ja gut. Hallo, meine große Schwester. Und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Du hast es echt weit gebracht. Nicht schlecht. Warte, ich bleibe mit meinem Pokémon-Team wieder auf. Herzlichen Dank. Hier auf der anderen Seite der Galamine 1 beginnt die Route 4 Arena Challenger. Tufield ist auch nicht mehr viel weit weg. Ja, viel weit weg, genau. Ich sehe es ja schon. Hervorragend. Dann wartet bald die erste Arena auf uns. Und hier haben wir einen Typen mit seinem Pokémon Camp. Durch gemeinsames Spielen und Kochen beim Pokémon Camping werden Pokémon zutraulicher. Wenn du Lust hast, kannst du beim deinem Pokémon Camp einen Besuch abstatten. Och, ja, nein, danke. Das können wir jetzt auslassen. Das haben wir jetzt schon zweimal gesehen, also anderthalb Mal. Einmal kurz bei mir am Anfang des letzten Parts. Im vorletzten Part haben wir es einmal ausführlich gezeigt. Ja, ist jetzt nicht die großartigste Neuerung, dass wir das ständig ausprobieren müssten. Das ist ein Bärenbaum. Wirst du ihn schütteln? Ja, ich werde ihn schütteln. Ein paar Beeren sammeln. Das ist ganz gut für die Camping-Sache. Ja. Eher offscreen und selbst offscreen nicht wirklich. Oh, was haben wir hier? Jemand fällt. Findest Paraheiler. Oh. Ah, hier ist. Ach, das sind Trainer. Keine Pokémon. Nestbälle. Okay, durch dieses Feld können wir eine kleine Abkürzung nehmen oder was? Wen haben wir denn hier? Voldi! Na, dich können wir vielleicht nochmal dazu nehmen. Das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Das wäre noch ein Elektro-Pokémon. Das würde uns vom Typ her noch fehlen. Dann nehme ich dich doch gleich mit rein. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Paralysiert. Ach, verdammt. Ich kann nicht angreifen. Ach, verdammt. So, Gesang. Mal einschläfern. Können wir es besser fangen. Na komm. Paralysiert kann ich angreifen. Was zum Henker? Jetzt mal hier mal. Paraheiler. Ist auch nicht ganz bei einem Elektrohund. Ja. Kann mal sein, dass man paralysiert ist. Und schon wieder. Es ist. Habe ich es hier verschwendet. Na komm. Jetzt greif doch mal an. Und lass dich nicht so einfach besiegen. Mini. Groß. Paralysiert. Ach komm. Das ist eine Paralyse, hat doch auch mal eine Pause. Oder? Greif einmal an. Einmal Gesang. Gibt's nicht. Der Beutel. Da wirf jetzt gleich den Pokéball oder was. Den Superball haben wir sogar dabei. Ich werfe den Superball. Ist zwar noch mit voller KP, aber gut. Kann man es ja versuchen. Ach ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Verteidigung sinkt, ja, das ist gut. Turbodreher, na komm. Guten Schlag. Jetzt hau doch mal rein. Nein, was machst du hier? Turbodreher. Ach, das geht. Aber Gesang kriegst du nicht hin. Ja, nochmal. Eine Wangenrubbler. Na komm, ein bisschen paralysiert. Noch paralysierter kannst du nicht werden als paralysiert. So, Gesang. Kriegst du das noch hin? Dann können wir es in schlafenden Zustand fangen. Das ist viel leichter beim Fangen. Gesang. Es schläft. Hervorragend.
wo du schläfst. Und los, Puckball. Zack, auf geht's. Und wirf den Ball. Und eins, zwei, drei. Nice. Und wollte die gefangen. Jetzt brauchen wir noch einen Spitznamen. Spitzname für Woldi. Joa war schon immer der beste Name für einen Hund. Nicht. Aber gut. Und mein Team. Jo. Haben wir jetzt das Team auch mit 8 Generationen Pokémon voll. So, Kanto raus. Auf die Box. Hervorragend. Okay. Wir sind auf dem Feld mit lauter Trainern. Ich glaube, ich nehme lieber diesen Weg hier. Durch die Trainer. Ich trainiere mein Pokémon-Team beim Camping. Letzte Schliff. Ein Kampf gegen dich. Ist wohl der Farmer oder was? Pokémon-Züchter Alex fordert dich heraus. Okay, zeig mir deine Pokémon. Mauzi! Was zum... Das ist ein Mauzi? Seht ihr das, was ich sehe? Ja. Was ist aus Mauzi geworden? Du hast es misszüchtet. Ach du Schande. Das ist ja... Entweder war es zu lange in der Wildnis, es war zu lange in der Wildnis ausgesetzt. Oder es ist irgendwie eher durch die Züchtung daneben gegangen. Und so Minilein besiegt. Ja, ich habe auch noch andere Pokémon. Wie wär's denn mal wieder mit Mordi? Ich kann auch mal kämpfen. So. Versuchen wir es mal mit Blut. Soll sehr, sehr effektiv sein. Attacke. Jo, auf einen Hieb. First try. One hit. Weiter kämpfen. So, weiter geht's. Samurzel. Sein vorletztes. Blut. Ja, wir machen es weiter mit Blut. Attacke. Jo. Easy peasy. Es geht hier locker weg. Alles klar. Smetbo. Ich kämpfe weiter. So, alles klar. Weiter in Blut einsetzen. Smetbo haben wir auch noch besiegt. Ja, fast in einem Schlag. Müssen wir nochmal ran. Aber auch Smetbo wird erledigt. Doppelkick. Na komm, Attacke. Oh, das bringt nicht so viel. Wenn wir bei Blut bleiben können. Ja gut, ich wollte es mal versuchen, dann halt in drei Schlägen. Na komm, Attacke, Blut, mach's alle Modi. Blut. So, Smetbo besiegt, Trainer besiegt. Ja, so, gönnt. Haben wir das neue Mauzi gesehen? Ja. So viel dazu. Nitro-Ladung, ja, das ist gut. Ja, Tackle können wir vergessen. So, Tackle, 1, 2 und schwupp. Tackle vergessen, Nitro-Ladung erlernt. Hervorragend. Alex wurde besiegt. Und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet. Du gewinnst 1440 Pokémon und dann gehst du aus dem Kampf gegen den Jungen. Junge, dann fällt hervor. Jau. Na dann voran. Auf Richtung Stadt. Hier wollen wir uns nicht lange auf den Feldern aufhalten. Woldis. Oh, ich. Ist hier auch ein Fritzelblitz oder wie heißt das? Vitalkraut, ja, das ist was wert. Woldi. Nein, ich habe schon den Woldi. Muss mir noch nicht noch eins fangen. Rufus. Flucht. So. Damals
Ein Fritzeblitz, ja. Hervorragend. Müsste... ich bin beim Einordnen der Pokémon nicht so stark. Entweder ist es schon erste Generation oder vierte. Könnte auch ein vierte Generations Pokémon sein. Was? Nicht entkommen? Flieh! Flieh, ich erinnere. Da bin ich entkommen. Okay, wo geht's hier lang? Ich will nur kurz mal gucken. Oh, Trainer. Nein, danke. Ich will Richtung Stadt. Ich will hier in die Stadt. Moni, bleibst du wohl hier? Hier geblieben? Moni! Da kommt unser Rival, oder was? Da kommt das Woli angerollt. Nein, das ist tatsächlich wer anders. Wenn das mal nicht der Arenaleiter ist. Woli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Ach so, das ist der Text. Okay, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal. Du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Ja. Wusste ich doch. Ich hab dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Yao. Ich bin ein Arenaleiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Ich habe Feuer-Pokémon, Feuerstarter. Ich muss sagen, auf dich bin ich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in die Richtung folgst. Ich denke, das ist nicht zu übersehen. Ich habe schon von oben vom Berghang aus gesehen. So, und du bist jetzt artig und kommst schön zurück ins Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena schon zu lange auf uns warten müssen. Challenger. Moni. Ach, Moni hat also auch mit dabei. Kennen wir schon von unserem Rivalen. Wissen wir, wie wir es zu besiegen haben. So, da sind wir schon in der Stadt. Torfield und wer hier auf uns wartet. Ja, das habe ich schon kommen sehen. Hey Zwergfürst, schau mal, das Arena-Stadion von Torfield. Wir sind da. Arena-Nette Yao ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion wieder Andrang ist. Ach übrigens, Sanja hat nach dir gesucht. Sie will dich etwas fragen, Zwergfürst. Mich hat sie auch damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Sollst sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf die Karte. Wohl. Ja, Voldi. Hey, das ist doch Sanjas Voldi. Am besten folgst du ihm einfach. Er ist der geborene Wegweiser. Ja, darf ich vielleicht vorher erstmal mein Team heilen im Pokémon Center? Darf ich? Also einmal heilen das Team bitte. Meine 6 Pokémon sind jetzt vollständig, das Team. Und einigermaßen ausgeglichen sogar. Also es ist... Ein Wasser-Pokémon bräuchten wir noch, aber da gucken wir dann, wenn es soweit ist. Da muss dann zur Not... Muss man da mal gucken. Ja, nein, das Pflanzen-Pokémon, Gesteins-Pokémon Rufus, Blacky, Randall, ja, muss wahrscheinlich dann Randall dran glauben. Oder Rex. Das ist dann halt natürlich Elektro-Pokémon. Und bewegen. Ganz nach vorne. 14. Sortiere nach Level erstmal, dass ich die erstmal noch trainieren kann. So, Modi ist der Beste. Ja. Ist ja klar, mein Starter-Pokémon trainiert. Ja, ordentlich. Na, dann folgen wir mal dem Voldi. Dort lang ist es. Voll. Die will was von uns. Die Sanja. Voll. Trainer hier unterwegs. Was ist mit dir? Ich bin die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Okay,
Und wen haben wir da? Das ist doch die Sanja. Alles klar. Die will uns was zeigen. Danke, Voldi. Wohl, wohl, wohl. Super, dass du extra gekommen bist. Ich brauche hier mal eine Meinung. Okay. Kornkreise oder was? Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnung nennt man Geoglyphen. Was glaubst du, was das darstellen soll? Die finstere Nacht, das Dynamax-Phänomen. Ja. Sieht ganz nach dem Dynamax-Phänomen aus. Also könnte man das, ja, das könnte man so interpretieren. Ja, unter Umständen. Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Es könnte eine Dynamax-Series Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Es sei denn, das gibt's schon seit ein paar Jahren. Vor langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Ghana und gigantische Pokémon begannen in der Region zu wütern. Die Leute nannten den Wirbel finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hatte der Wirbel mit den Dynamax-Phänomenen zu tun? Fragen über Fragen. Und wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten darauf zu finden. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier nimm als Dankeschön diese Liga-Karte. Das ist die Liga-Karte von Yarrow. Hat sie keine eigene Liga-Karte, dass die uns immer. Die hat uns erst die Liga-Karte vom Champ gegeben und jetzt gibt es uns die Liga-Karte von Yarrow. Die hat doch einen Voldi, die müsste kämpfen können, oder? Hat wohl nicht teilgenommen an der Arena-Challenge. Yo, der Arena-Leiter von Torfield ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Oh, und nimm die hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Yo schlapp machen sollten. Also meine Pokémon im Kampf gegen Yo schlapp machen, das gibt's ja gar nicht. Also das. Ich muss nur Mordi einsetzen und schon ist es fertig. Also mein Feuer-Pokémon. Der hat jetzt eine neue Feuerattacke gelernt. Das wird also den verbrutzeln war mit seinen Pflanzen-Pokémon. Geh uns zeig den im Stadion von Trophäe, was du mit so einem Kasten hast. Okay. Hier noch ein Andenkensfoto machen. Jo, hier mal durchgucken. Genau. Ja. Können wir da irgendwo hochsteigen? Ich bin nicht so groß. Er muss jetzt hier unten bleiben. Aha, okay. Alles klar. So, noch ein kleines Andenkenfoto gemacht. Und weiter geht's. So. Hier gibt es noch einen Pokéball mit dem Item X-Angriff. Ja, gut. Ich schaue mich hier nur so fertig um. Aha. Was mit dir? Diese rätselhaften Steinbilder. Was wurden sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher von Pokémon? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Blattstein. Oh, hervorragend. Da hätte man Evoli mitentwickeln können. Ja gut, jetzt haben wir einen Pflanzen-Pokémon. Weil Evoli zum Wasser-Pokémon gemacht. Das wäre auch, das ja, nicht mit dem Pflanzenstein, aber im Wasserstein wahrscheinlich dann. Empfehlungsbrief, Wunschstern. Mhm. Okay. Gucken, ob das jemand schlucken kann, den Blattstein. Wirkungslos auf alle. Jo, habe ich mir schon gedacht. So, dann zurück in die Stadt, wie es ausschaut. Mein Team ist geheilt. Ich muss noch mit keinem kämpfen hier in der Stadt.
Turmfield. Hier schmiegen sich die Häuser in ein idyllisches Talbecken und geben von Terrassenfeldern. Okay. Ich erkunde dann heute noch ein bisschen die Stadt und dann geht's bald weiter mit der Arena-Herausforderung, der Arena-Challenge. Hier kann ich angeln oder was? Nein, kann ich nicht. Schade. Und der will mich nicht durchlassen. Entschuldige, aber Tintin hat mit seinem Unfug hier einiges an Dreck zurückgelassen. Es dauert noch ein kleines bisschen, bis alles wieder auf Vordermann gebracht ist. Also gedulde dich ein wenig. Ja, erst nach der Arena-Herausforderung können wir weiter. Müssen wir erstmal die Arena-Herausforderung bestehen. Das wollen wir ja auch. So, noch nicht zu nah rangehen. Hier gibt es einen Ewigstein. Ja. Braucht man nicht. So, hier sind wir schon direkt an der Arena dran. Da steht schon der Rivale, der Hochwirbler. Ja. Alles klar. Na dann. Machen wir uns langsam auf den Weg, oder was? Dann gibt es hier noch Großartiges zu erkunden. Hier noch ein Item. Kraftwurzel. Ja. Auch sehr effektiv. Nützlich. So, hier gibt es noch was unten. Gibt es noch was zu sehen? Ein Florist oder was? Jaro arbeitet nicht nur hart auf den Feldern, er züchtet auch wunderschöne Blumen. Oh, ein Cortini. Sehr schön. Warum kann ich eigentlich keine Blumen kaufen? Das ist doch Pflanzen bei einem Floristen. Gibt es da schon die Floristen und man kann es nicht kaufen? Topbeleber. Oh, nicht schlecht. Nehmen wir uns für die Top 4 auf, die es ja nicht gibt. Jo. Na, dann wären wir hier bei der Arena-Challenge angekommen. Jo, na, dann gehen wir schon mal hin. Reden wir mit dem Hob. Gib dir das, Zwergenfürst. Ich habe den Pflanzenohren. Das ging fix. Was? Was? Gleich rein, gleich wieder raus. Ich war doch nur kurz oben bei Sanya und habe mit ihr geredet und schon warst du fertig. Ja, das ist dann bin ich da auch gleich in 2 Minuten durch. Tja, wenn es um Wuli geht, bin ich eben unschlagbar. Was ist das, was ich damit meine? Das wirst du gleich sehen. Keine Angst, die packst das bestimmt auch. Du bist schließlich mein Rivale. Joa. Torfield-Stadion. Alles klar. Du kannst dich an einem Arena-Stadion versuchen, so oft du willst. Damit wollen sie wohl auch testen, wie stark euer Wille ist. Auf der Ligakarte der Arena-Leiter findet man interessante Anekdoten. Okay, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier direkt reingehen will. Das nehme ich mir vielleicht für den nächsten Part auf. Eigentlich ist das eher ein Ding für den nächsten Part. Album, können wir uns das noch angucken. Oh, sogar mit Autogramm von Jaro. Aha, der Hub, der Legion, meine alte Karte, LP Markus, Zombie. Oh, die wurde aktualisiert, oder was? Wurde die aktualisiert? Sah gerade so ein bisschen danach aus. Nicht wirklich. Zombie hat Schild, LP Markus hat auch Schild. Zwangfürst hat natürlich Schwert. Das sind die Charaktere. So. Ja. Ich zögere es nur hinaus. Wir gucken kurz auf der Uhr, auf den Timer. Ja. Wenn wir jetzt schon damit anfangen, das bringt es nicht mehr wirklich. Das bringt es wirklich nicht. Noch irgendwas. Ja, wir wollen jetzt noch Tränke kaufen. Ja, das hätte ich fast vergessen. Ja, Tränke und Beleber. Das ist natürlich wichtig. Ich kann sagen, können wir hier shoppen gehen, aber das ist jetzt hier nicht das Wichtige. Also hier mal ordentlich reinhauen. So, 17 Tränke, haben wir 20. Das reicht für ein erstes. So. So, 8 Beleber. Alles klar. Dann ist unser Geld schon alle, oder was? Na gut, reicht auch erstmal. Etwas verkaufen können wir trotzdem noch.
Wir haben doch hier in der Tasche immer noch wertvolle Sachen hier drin. Wo ist es denn? Sternstück. Wo ist es denn, was ich hier verkaufen will? Pokepuppe wollen wir nicht verkaufen. Ich habe doch hier irgendwo Nuggets und so weiter bekommen. Teure Sachen, die wir verkaufen können, die was wert sind. Nicht? Dann halt nicht. Reicht ja erstmal. Für die Arena Channel dürfte es reichen. Joa. Dann beende ich diesen Part trotzdem schon mal an dieser Stelle. Ist halt ein klein bisschen kürzerer Part. Ich sag Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Nächsten Part nicht verpassen wollt. Nächsten Part hier, Arena. Pflanzenarena. Die erste Arena von Galar. Der Arena Challenge. Ja, man sieht sich im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Habt einen angenehmen Tag und ciao, ciao.